Adrian, wie man in den Schweizer Medien lesen konnte, ist anscheinend die Schweizer Gastronomie am Ende. Nur Idioten öffnen eine Beiz, heißt es. Was ist deine Meinung dazu? Also ich habe den Artikel von Christian Gehrig mit grossem Interesse gelesen. Er bringt es extrem auf den Punkt und er hat natürlich ganz, ganz vielen Hinsichten recht. Was ich auch gut finde, dass er auch den Kritikpunkt ein bisschen auf Gäste lenkt. Was vielleicht ein bisschen vergessen geht, ist, dass halt erfolgreiche Gastronomie eine gewisse Grösse braucht. Und die Betriebe, die er anspricht, sind natürlich sehr oft unter der Umsatzschwelle, die es braucht, um zu überleben. Das leitet mich gleich zur nächsten Frage weiter. Es gibt ja viele Betriebe in der Schweiz. Man redet von 22.000 Betrieben. Die Zahlen sagen, dass 65% davon rot sind. Woran liegt das? Ja, wahrscheinlich auch an der Menge, am Volumen. Also wenn der Dani Eckli hat vor Jahren schon gesagt, wenn die ganze Schweiz noch jemanden auf die Chance nimmt, kann man gleichzeitig ihre Beiz in der Schweiz abhocken. Also es gibt eigentlich viel zu viele Stühle. Man sollte schon lange mal ein paar Stühle rausnehmen, respektive die Beiz zugehen, die halt keine Berechtigung haben oder keine Grösse mehr haben, zum Überleben. Liegt denn das dann nur an der Grösse oder was machen die 35% Erfolgreichen richtig? Ja, es ist so ein berühmter Cocktail, der mit ganz vielen Sachen zu tun hat. Und das ist einerseits die richtige Grösse, aber auch die starke Vision, die Idee, die Erkennbarkeit des Konzepts. Wir haben ja heute wieder gesehen mit den Betrieben, die man angeschaut hat, dass nicht immer klar ist, was ist man überhaupt und wie will man sich unterscheiden von anderen. Und dann braucht es wahnsinnig viel Leidenschaft, es braucht viel Freude, Empathie. Ist man bereit, das so zu haben? Oder will man nur den Bauch füllen oder will man Menschen glücklich machen? Das sind manchmal halt Leute, die das aus dem Bauch heraus sehr gut machen und andere verpassen es halt und denken vor allem halt rational denken und das funktioniert nicht in der Gastronomie. Ein gutes Konzept, der richtige Standort und viel Herzblut ist ja das eine, aber oft ist ja auch das nötige Kapital ein wichtiger Faktor. Wer finanziert heute noch Gastronomie? Sind das die reichen Quereinsteiger, Weinhändler, wo inzwischen in diese Bresche sprengen, oder Crowdfunding-Plattformen, sind das die neue Zukunft? Ja, früher waren es Brauereien gewesen. Offenbar sind die jetzt abgelöst worden durch andere. Ganz sicher ist, dass es viel Kapital braucht, weil der grösste Kostentreiber, das sind die Löhne. Wir haben rund 44% vom Umsatz gehen in den Lohnsack. Also es ist schon immer ihre Vorarbeit, ihre Aufbauarbeit, ihre Voröffnung kostet einen Haufen Geld. Es braucht unheimlich Kapital. Und da reicht halt etwa mal der Bezug von der dritten Säule nicht. Also es braucht Geld. Ich finde das Crowdfunding ein guter Gedanke. Vielleicht gibt es auch noch andere Formen. Aber es ist sehr, sehr kapitalintensiv. Und die Margen ist wahnsinnig klein. Das muss man sich bewusst sein, bevor man auf das Abenteuer Gastronomie losgeht. Das ist eigentlich die Überleitung auf meine nächste Frage. Was würdest du jemand raten, der in dieser Branche jetzt Fuß fassen möchte? Also sich sicher zuerst mal mit dieser Welt auseinandersetzen, wenn er ein Quereinsteiger ist. Sprich, einfach mal mitschaffen bei guten Betrieben, mal miterleben, was es heisst, so 16-Stunden-Tage oder mehr zu haben. Und dann hat es viel damit zu tun. Manchmal ist jemand ein brillanter Koch oder ein guter Gastgeber im Service. Das reicht noch nicht für selber auch Unternehmer zu sein. Es hat andere Ansprüche. Es gibt gute Zusatzausbildungen von den verschiedenen Branchenanbietern, wo man auch lernt, kaufmännisch denken. Und ohne das wäre eine Selbstständigkeit einfach ein Sprung ins leere Loch. Also es braucht eine gute Partner im Bereich von Buchhaltung, von Treuhand, von der Finanzunterstützung. Es lohnt sich, gute Leute dazuzuziehen, die ihm Tipps geben können, ob bei Kunden. Und dann braucht es ein grosses Spektrum, dass man mal schaut, was gibt es schon auf der Welt oder wie will ich mich anders positionieren, was hat mein Kunde für ein Bedürfnis. Also es ist ganz ein breiter Wald und viele tun sich viel spontan in das Abenteuer beizu denken. Ja, so ein bisschen das Kochen kann ich gerne haben, wenn ich Glück habe, hat es ein paar andere, was das allein reicht heute nicht. Also wenn nichts wird, wird wird. Das funktioniert heute ganz sicher nicht mehr. Man muss schon ein gestandener Unternehmer sein, um wahrscheinlich dort auch erfolgreich zu sein. Du bist jetzt seit Anfang an von Jurymitglied von Best of Swiss Gastro. Siehst du bei den Betrieben, die du jurierst, so Maßnahmen, wo in die richtige Richtung gehen, dass sie erfolgreich überleben können? Also bei diesen Betrieben, die mitmachen, spürt man vor allem Leidenschaft. Also das ist ja eigentlich das Grosse und das Tolle noch von Best of Swiss Gastro, dass die Menschen begeistert wollen, zu den Besten zu gehören. Also zu Best of Swiss. Und schon nur der Wille, dort dazu zu gehören, ist ein guter Weg in die richtige Richtung. Nur
bei sehr vielen Betrieben, die ich sehe und die ich anschaue, spüre ich, dass man sich zu wenig Gedanken macht mit der Unterscheidbarkeit. Ist das, was wir anbieten, wirklich best of? Oder ist es halt irgendwo so ein Standard, den andere auch bieten? Einfach zum Beispiel das Gericht, das du auf jeder Karte findest, ist Cordon Bleu und Tartare, oder? Also mit Cordon Bleu und Tartare tut man sich wahrscheinlich heute nicht mehr differenzieren, weil jede andere Beiz hat das auch. Also entweder ist man einfach der Beste im Bereich Tartare und macht einen Haufen Varianten, oder ist der Beste im Bereich Cordon Bleu, aber so ein bisschen noch Fitness-Teller, den ich halt auch heute auch wieder x-mal gesehen habe, neben diesen Cordon Bleu Tartare, das allein hilft zur Differenzierung und zu Best-of nicht. Definitiv. Adrian, wenn du jetzt 5 Jahre vorausschauen könntest, kannst du uns eine Prognose geben, wo da die Schweizer Gastronomie stehen wird? Also wir sehen es in ganz vielen Welten, dass eigentlich so eine Differenzierung passiert. Es geht auf unterschiedliche Seiten los. Wir sehen bei den Grossverteilern, ich denke jetzt gerade an Migros, die mit ihren Cha-Cha-To-Go und solchen Sachen enorm spannende Konzepte, auch ein bisschen, die den Strassenmarkt behandelt. Ich sehe es bei Coop, mit Marché-Restaurants, natürlich auch eine ganz professionelle Gastro-Schiene-Fahrt. Und dann gibt es ein paar, die halt sich in dieser Nische als individueller Gastronom gut behaupten können. Und das in der Mitte wird durchgehen. Also es gibt die zwei wahrscheinlich Extreme, die wir werden erleben werden. Und entweder ist man wirklich der Grosse, der Volumen generiert, der den Nutzen hat von einem grossen Netzwerk, von einer zentralen Organisation, von vielleicht sogar einer Quersubventionierung von gewissen anderen Bereichen. Oder man ist in einem Nischenmarkt drin und kann es dank ihrer grossen Persönlichkeit, dank ihrem Enthusiasmus, ihrer Liebe zum Produkt oder auch dank vielleicht dem Standort und dem Netzwerk, das man hat, sein Klientel auf sich aufmerksam machen. Und alles so, dass alles 0815, dass alles Plätscher, Kleidermann, das in der Mitte wird durchgehen. Das ist so ein bisschen meine Prognose dazu. Aber die hat man vor 20 Jahren ähnlich abgegeben, wahrscheinlich. Und die Strukturbereinigung, wie man sie sollte bekommen oder sollte haben, hat nicht stattgefunden. Aber ich denke schon, es wird sich jetzt zuspitzen. Also, wir haben uns das Ganze notiert und wir werden sicher in 5 Jahren mit dir wieder da sitzen und überprüfen, ob diese Prognose eigentlich eingetreten ist. Adrian, ich danke dir vielmals für das gute Gespräch. Andreas, ich bedanke mich bei dir. Danke.